Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 9, Rektion. Mir ist der Unterschied zwischen Kongruenz und Rektion nicht klar. Zunächst, was versteht man unter Rektion? Eisenberg definiert Rektion wie folgt. Eine Konstituente F1 regiert eine Konstituente F2, wenn ein Formmerkmal von F2 durch syntaktische Kategorien von F1 festgelegt wird. Die Form einer Konstituente wird in den Flexionskategorien markiert, die bei Eisenberg Einheitenkategorien genannt werden. Die syntaktischen Kategorien, in denen die Rektionseigenschaften einer Konstituente vermerkt sind, bezeichnet er als Wortkategorien. Präpositionen regieren Nominale im Kasus. Die Präposition in bestimmt also das Flexionsmerkmal Akkusativ der zugehörigen Nominale 2 und Teile. Auch Verben können bestimmte Kasus regieren. Die Valenz eines Verbs wird hier als besondere Form der Rektion aufgefasst. Im Beispiel fordert das Verb brechen eine Ergänzung im Nominativ, Peter, und im Akkusativ, die Schokolade. Substantive wiederum haben die Eigenschaft, das Genus ihrer zugehörigen Artikel und Adjektive zu regieren. So legt das Substantiv Schokolade den bestimmten Artikel die im Femininum fest. Das Substantiv Teile bestimmt das Adjektiv 2 im Maskulinum. Die verwendete Literatur und die Slides sind in einer Infografik im Kommentarbereich verlinkt.